Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge MSÖ. Ich weiß, ihr habt schon lange gewartet und ihr dachtet, heute kommt wahrscheinlich auch keine Folge. Nein, aber heute kommt es nur etwas verspätet. Von daher, erstmal, gestern war ja das Update von Smart Studio 433 oder wie sie auch immer heißen. Ich weiß es immer noch nicht ganz genau. Und die haben ja hier ein paar geile Neuerungen reingehauen. Erstmal gibt es drei neue Monster. Warte mal, sind das jetzt drei? Wir gucken einfach mal kurz nach bei den Hinweisen. Haben da einiges reingehauen. Na, hallo, Hinweise? Ich kann da irgendwie nicht draufklicken. Der macht gerade gar nichts. Okay, ist gerade gefreezed oder so? Keine Ahnung, jetzt bewegt sich alles noch. Die Zeit spinnt irgendwie auch gerade rum. Jetzt. Er braucht einfach nur gerade ein bisschen. Keine Ahnung, das Spiel mag mich gerade wohl nicht. Oh! Monster Super League reagiert nicht. Warten. So. Klicken wir mal drauf. Es gibt jetzt ein Limited Shiny Golden Egg Package. Also halt so ein Paket mit dem Ei drin. Das zeige ich euch mal gleich. Also wartet mal kurz. Bevor ich das jetzt alles einfach mal durchlese, zeige ich es euch einfach mal. Ne? Also es gibt hier genau drei neue Astromons. Genau, Licht und Dark Mona gibt es jetzt. Dann gibt es Yaksha heißt es und Indra. Ich zeige euch einfach mal kurz die Monster. So, nee, so, so, bei alle gibt es hier, genau, das ist direkt hier oben, den Feuer-Indra, Wasser-Indra, das ist ja klar, gibt es halt verschiedene Elemente, den Blut-Indra, Licht-Indra, jetzt muss ich Embra sagen, und den Dark-Indra. Schaut schon ziemlich cool aus, vor allem die Alternativform, am besten finde ich aber hier von Licht die Alternativform, sieht so geil aus, meiner Meinung nach. Von den normalen Elementen, also von Feuer, Wasser, Wut, ist meiner Meinung nach der Feuer am besten. Erstens, alle Angriffe auf einen Gegner werden wie dessen Elementarschwäche gewertet. Also selbst wenn du mit dem Feuer auf Wasser angreifst, wird es als Wut gezählt. Ja, also es ist scheißegal, ob du den jetzt mitnimmst. Klar ist es natürlich für Indra nicht sehr gut, weil er natürlich mehr Schaden dadurch nehmen würde, aber er würde halt trotzdem mehr Damage da drücken. Und der Leader Skill ist auch ganz schön nice. Ist zwar bei allen der gleiche, aber erhöht die Angriffskraft der Verbündeten um 40-45% in klaren Schlechten. Hammergeil. Also, ziemlich geiles Monster. Hups, ich wollte nicht ganz zurück. Dann gibt es Yaksha. Zeige ich auch nochmal eben schnell. Wo haben wir dich denn? Wo haben wir dich denn? Bin wahrscheinlich schon längst vorbei. Ja, bin ich auch. Wo haben wir dich? Wo haben wir dich? Da. Yaksha. Schaut ein bisschen aus wie Sucher hier. Ein bisschen, also finde ich zumindest. Hat so Ähnlichkeiten, ne? Scheint wohl der Bruder zu sein oder so, keine Ahnung. Also wenn wir mal hinten die, was sind das? Die Teile auf jeden Fall mal anschauen, ist halt fast dasselbe, ne? Ich weiß nicht, ob sie da einfach nur unkreativ waren, also sieht halt auch fast genauso aus. Scheint wohl der Bruder, also sind wahrscheinlich Geschwister, weil sie haben auch den gleichen Punkt da auf dem Kopf, die haben beide weiße Haare, die haben fast dasselbe Outfit an, bis auf halt, ja, er hat kurze Hose, er hat eine lange Hose, aber ansonsten ist eigentlich fast dasselbe. Ich denke mal, die sind irgendwie verwandt, auf jeden Fall sehr verbunden. Ich habe mittlerweile schon den Wasser gezogen, heute aus dem Free Egg habe ich den Wasser-Yaksha gezogen, habe ich mich natürlich gefreut, habe schon mal eins der neuen Monster. Ach genau, ups, bin ich ganz rausgegangen. Was noch gibt, ist natürlich jetzt noch den Light und Dark Mona. Ich denke mal, die werden jetzt als nächstes in der Rotation sein. Wenn die jetzt schon, also Light und Dark neue reinkommen, dann werden die wahrscheinlich auch in der nächsten, also bei Rebirth, bei der Wiedergeburt jetzt mit drin sein. Finde ich beide tatsächlich ein bisschen kacke. Hier Angriffskraft wird der eigenen Max-Verteidigung angepasst. Kritische Treffer haben eine 40% Chance, die eigenen HP um 30% herzustellen. Ist aber nur ausgewogen, kein Verteidiger, also ist jetzt auch nicht so geil, also klar kann man auf Full DD bauen, ne, dann macht sie den Damage, aber auf Verteidiger wäre es natürlich viel besser. Dann gibt es noch den Dark Mona, kritische Treffer haben eine 100%ige Chance, die eigene SP um 30% herzustellen und erhöht die Verletzung durch kritische Treffer um 30%, aber man muss sagen, ja, ist ein Angreifer und die Leader Skill ist halt auch, ja, ist wie bei jedem Mona. Nur eine AOE. Nee, in einem Bereich fügt auf den Gegner. Warte mal, beschwört ein Kommen auf den Gegner und fügt einen Bereich an zu. Bin jetzt mir gar nicht sicher, ob das ein Single Damage ist oder nicht.
Bin aber der Meinung, das ist ein Single Damage, also von daher bringt das jetzt auch nicht so viel. Das ist natürlich ein ziemlicher Ego-Skill, meiner Meinung nach. Und hier wird natürlich nur ein Typ wieder gebufft, beziehungsweise halt supported. Von daher finde ich die jetzt auch nicht so besonders. Es gibt auf jeden Fall bessere Crit-Monster, sage ich mal. Also da haben sie sich auf jeden Fall, weiß ich nicht, nicht sehr viel Mühe gegeben. Bei Indra natürlich ja, mit Versiegeln 70%. Also es ist nur 70%, weil es für zwei Züge ist. Finde ich schon gut, ne, dass es ein bisschen runtergegangen ist. Aber hier, elementare Grenze, der Skill ist so nice. Bei dem Licht vor allem ist es noch viel geiler. Es ist auch ein Angreifer und hier hast du natürlich kritische Treffer um 50% erhöht. Und das ist definitiv eine AOE hier. Und da ist halt auch genau derselbe Skill. Also Licht ist so Bombe, den will ich unbedingt mal haben. Das wird wahrscheinlich Ewigkeiten dauern, bis ich den ziehe. Dann gibt es natürlich die neuen Pakete hier. Tada, so hier unten. Legendäre Gold Eye. Da kriegst du dann 4 bis 5 Sterne, also wie eigentlich ein Legendary Eye. Nur, dass du hier ein beliebiges Element rausbekommen kannst, sprich auch Dark und Licht kannst du da rausbekommen. Also ziemlich nice, also ist besser als ein Legendary Egg. Du kriegst halt für 45 Euro, kriegst du hier 600 Juwelen, das Legendary Eye halt. Also legendäre Goldeye, 400.000 Gold und 100 Energie. Wenn man das 10 Mal kauft, kriegt man noch einen überragenden Lichtfinsternis. Da ist definitiv ein 4 Sterne drin. Ja, kann auch bis zu 5 Sterne werden. Und ein heroisches, wo du halt ein 5 Sterne definitiv drin hast. Du kannst also insgesamt 450 Euro ausgeben. Und hast dir definitiv, also ne, bei 450 Euro hast du definitiv 100% ein Net 5 dabei. Es gibt einige, die haben dies geholt, also gestern hier im Chat, heute Nacht, da ist es eskaliert, da hat einer auf jeden Fall einige gezogen. Einer aus unserem Clan hat den auch schon gezogen, den Wut, der ist meiner Meinung nach der schlechteste, empfinden viele genauso. Ja, das war es auf jeden Fall so, dem Event, da gibt es natürlich diesen Burning Time Event wieder, aber was heißt Event, das ist ja kein Event, das sind nur einfach nur die neuen Monster. Event natürlich zu dem Package, dann gibt es natürlich jetzt hier die Chance ab auf Indra, ne, kann man hier machen. Hier, aber das ist halt das Event, genau, die Punkte-Event. Man muss hier Punkte sammeln, ich habe schon einiges gemacht, weil ich jetzt gerade am Farm bin die ganze Zeit. Für 20 Energie benutzen kriegst du 5 Energie, für Astrogem benutzen kriegst du 4, also wenn du zum Beispiel Energie refresh, 30 Stück, kriegst du 4 Punkte, wenn du Gold benutzt, 10.000, kriegst du 3 Punkte, wenn du Starstones, also jemanden entwickelst, dann kriegst du nochmal 2 Punkte, und wenn du in der Astromon-Liga kämpfst, oder spielst, wie auch immer, kriegst du auch nochmal einen Punkt. Ich habe jetzt schon 250 gefarmt, insgesamt musst du 7.777 Punkte farmen, damit du ein Legendary Eye hier hinten kriegst, und hier kriegst du sogar noch ein High Light and Dark Eye. Das High Light and Dark Eye ist schon ziemlich cool, freue ich mich natürlich auch wieder drauf. Ansonsten, wie viele Eier gibt es jetzt hier insgesamt? Das ist eins, ja gut, insgesamt gibt es 5 Eier, aber es gibt reichlich Gold, 100, 250.000, 550.000, 1.000.000, 50.000 und 1.750.000. Und hier auch nochmal, 2.750.000 Gold gibt es insgesamt hier raus. Und es gibt hammermassig Energie wieder hier raus. Man braucht eigentlich nur spielen, das schafft man locker, also ich werde das wahrscheinlich, keine Ahnung, in kürzester Zeit alles hier schnell absolvieren, aber wir haben bis zum 21. Februar Zeit. Und dann kommen auch noch neue Monster rein, wenn ihr im Ladescreen ab und zu mal seid, also bei Milete ist immer so schnell, könnt ihr mal kurz gucken, jetzt, ja, ist wieder zu schnell, aber diesmal war es halt nicht drinne. Eventuell mache ich mal so ein Screen jetzt hier rein, es gibt Februar 2 neue Monster, die wir farmen können. Das ist, ich weiß nicht mal, wie die heißen. Ich habe keine Ahnung gerade, wie die heißen. Das sind 2 Monster, die man fahren muss und kann man dann zu einem Monster fusionieren. Wir haben noch keine Daten, was es sein wird, aber da werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein Video zu machen. Ich habe überlegt, ob ich jetzt eigentlich ein Update-Video noch mache für die Wartung von gestern, aber ja, habe ich mir ein Dach gelassen. Und ja, wir machen jetzt bei den Magma-Klippen. Das Video wird wahrscheinlich jetzt etwas länger dauern, weil wir müssen jetzt noch 5 Stages oder so machen. Warte mal. Mal gucken, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also 1, 2, 3, 4, 5, nee, 6 sogar. 6 müssen wir noch machen. Gut, dann machen wir da. So, erstmal wieder alle raus. Warte mal, Wut können wir eigentlich mal drinnen lassen. Wen nehmen wir da mit jetzt hier? Dann werde ich mal mit. Was haben wir denn hier? Blauen. Ja, können wir mal mitnehmen. Wir nehmen Darksteller mit wegen dem passiven Heal. Und nee, dann haben wir zu wenig Damage. Ja, nehmen wir. Ah, vorbei. Wasser. Ich habe kein Wasser-DD. Das ist so kacke gerade.
Wobei, doch, wir könnten eigentlich, warte mal. Ich gucke nochmal kurz die Werte an. 2600. Ja, müssen wir mal schauen. Also ist jetzt nicht so geil geruhnt, mein Celli hier. Aber gehen wir mal rein. So, dann machen wir jetzt mal die Magma-Klippen hier noch zu Ende heute. Und morgen, also es wird heute wahrscheinlich auch schon eine längere Folge, aber morgen wird es definitiv eine sehr lange Folge werden. Jetzt brauche ich hier wieder ewig zum Laden. Weil morgen werde ich einen Longplay wieder raushauen. Also ich weiß nicht, einige freuen sich vielleicht darüber. Andere wiederum nicht, keine Ahnung. Morgen will ich unbedingt jetzt Sternheiligtum beenden. Und das können wir nur, wenn wir dann Longplayers raushauen und das in einem Stück durchzocken. Das wird einiges an Zeit kosten, denke ich mal. Das wird vielleicht eine Stunde dauern, das komplett durchzuspielen. Also ich nehme mir da auf jeden Fall einiges an Zeit. Morgen kommt auch keine anderen Videos, zumindest sind keine anderen Videos geplant. Von daher werde ich da nur MSL morgen raushauen und da werde ich halt auch früh genug mich ransetzen. Also heute kommt die Folge halt ein bisschen später, weil, ja, später aufgenommen. Ich habe zu viel Zeugs heute erledigt. Ich habe heute in der Bude ein bisschen was gemacht, dann musste ich duschen gehen, dann war ich einkaufen, dann habe ich dies und da noch was gemacht, dann habe ich ja von Shop Heroes noch was aufgenommen gehabt und das rausgehauen frühzeitig. Und ja, irgendwie alles so zwischendurch, irgendwie ganz mal schnell gemacht. Und die Folge dachte ich mir, okay, nehme ich jetzt einfach mal auf. Und hau ich natürlich heute auch noch raus, weil sonst kommen nachher noch mehr Beschwerden. Also ich habe schon Beschwerden gekriegt. Ey Doki, das ist schon seit 2 Tagen kein MSL-Video rausgekommen. Du musst heute was raushauen. Ja, tut mir auf jeden Fall leid. Ich hatte vorgestern auf jeden Fall eine Tiefphase. Und gestern... Was war gestern eigentlich? Gestern habe ich nur eine Folge rausgebracht, ne? Genau, gestern habe ich nur Shop Heroes rausgebracht. Boah, das leckt hier ganz schön gerade. Was ist denn hier los? Muss mal kurz gucken, ob ich irgendwelche Sachen nebenbei mal schließen kann. So, das schließen wir mal. Und das schließen wir mal. Ich mache einfach mal so nebenbei Sachen zu. Ich hoffe, dass ich zwar jetzt nicht das Spiel hier zumache, aber eigentlich nicht. So, Prozess beenden, Prozess beenden. Einfach mal ein paar Prozesse beenden. Normalerweise leckt das ja hier nicht. Ich kann es ja eigentlich auch immer gut streamen. Aber anscheinend sind hier bei mir gerade doch zu viele Programme auf. Deswegen werde ich hier mal kurz ein paar Sachen schließen. Das werde ich auch mal kurz schließen. Und das auch. So. Ich sehe, okay, Stage fertig. Ah, wir haben 2 Minuten dafür gebraucht. Das ist ganz schön lange, ne? 6 Stages sind normalerweise 12 Minuten. Müssen wir mal schauen. So, das kann ich mal direkt verkaufen. Ja, das leckt auch ziemlich. Was ich cool finde, oben sieht man jetzt mittlerweile, wie viel Energie man hat, ne? Also man kann jetzt einfach einen nächsten Abschnitt machen. Klar, also blöd ist einfach nur, dass man keinen schnellen nächsten Abschnitt machen kann. Das wäre natürlich noch viel, viel cooler. Den nehme ich mal nicht mit. Aber man sieht mittlerweile halt, wie viel Energie man oben hat. Das finde ich schon recht cool eigentlich. So, muss noch ein paar Sachen nebenbei schließen, damit es ein bisschen flüssiger läuft wieder. Ich habe hier nur 30 FPS gerade, das ist schon recht wenig. Keine Ahnung, wieso das so ist, aber das ist ja auch egal. So. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch so ausschaut. Also, ich habe ja letztens hier Packs gemacht, da habe ich ja nur den Wasseraltraum gezogen. Jetzt, wo ich gesehen habe, okay, es kommt neue Monster raus, bereue es ein bisschen, dass ich da das Opening gemacht habe. Aber am Anfang des Monats, also am Februar, werde ich definitiv auch nochmal ein Opening machen. Da werde ich auch nochmal ein bisschen cashen. Und ja, für euch dann halt mal ein bisschen wieder Stuff hier rausbringen. Ich hoffe, dass ich da auch wieder ein paar gute Sachen bekomme. Da werde ich nämlich das meiste, was ich habe, natürlich erstmal Rebirth reinpacken, damit ich wieder genug Platz habe. Weil ich habe jetzt fast 150 Plätze voll. Also ich lasse sie auch erstmal, ich behalte sie erstmal alle. Dann warte jetzt, was Rebirth rauskommt. Das sind ja nur noch 5 Tage. Und dann werde ich da reinklatschen und hoffe, dass ich denn da halt schon mal ein paar gute rausziehe. Wobei ich halt wirklich denke, dass es Light and Dark Mona wird. Aber ja, ne, von daher. Das nächste Event wird wahrscheinlich sein, also das, was ich jetzt vorhin meinte mit der Fusion. Die beiden Monster, die man da fusionieren kann, das wird dann zum Valentin. Das sind so Valentinsmonster, die sind im Februar dann halt. Die muss man fangen. Und was ich aber befürchte, ist, dass es bisschen zu übertrieben sein wird, weil ich habe heute schon mit jemandem darüber gesprochen, mit Maki aus meinem Clan. Wenn du Evo 3 brauchst, um 1 zu fusionieren zu können, dann brauchst du natürlich erstmal davon 16 Monster, ne?
und dann von dem anderen Monster auch nochmal 16. Das sind schon mal 32 Stück, die du da verbrauchst. Und dann kannst du nur ein dieses Monster fusionieren. Entweder, ich hoffe, das wird ein 5-Sterne-Monster, damit es halt auch wirklich lohnt. Ansonsten werden es wahrscheinlich 3-Sterne-Monster und das, was man fusionieren kann, wird nur ein 4-Sterne-Monster sein. Also das denke ich eher, aber es wäre cool, wenn es ein 5-Sterne-Monster wird. Und was ich aber befürchte, ist, dass man tatsächlich halt beide Evo 3 Monster braucht, um eins dieser 4-Sterne-Monster, sage ich mal, jetzt zu fusionieren. Und natürlich braucht man das ja mindestens 4-mal, damit man es selber auch nochmal auf Evo 3 kriegen kann. Wenn man das also mal hochrechnet, von beiden braucht man dann ja auch nochmal 4 Stück. Ja? Und insgesamt sind das dann halt einfach mal 128 Monster, die du fangen musst. 128, zieht euch das mal rein. Wenn es dieselbe Rate wie bei dem Snowy hat, ja, dann sind wir da ein wenig am Arsch, weil bei Snowy haben wir keine 128 Monster gefarmt. Das gut, die Hardcore-Farmer vielleicht. Die Hardcore-Farmer, die wirklich nur instant, die ganze Zeit farmen, die wirklich eine Stage hier innerhalb von 20 Sekunden durchhaben und nicht ich jetzt wie in 2 Minuten, die schaffen das vielleicht mit ganz viel Glück, ihre 128 Monster zu farmen, um die 4, was auch immer wie die heißt, die Fusion halt zu bekommen. So, wir wissen tatsächlich auch noch nicht, ob das jetzt ein gewisses Element sein wird, also ob es nur ein Element sein wird, ja, oder ob das mehrere Elemente sein wird, die man fusionieren kann. Und dann kommt es noch darauf an, ob es nun ein Crit-Monster sein wird oder nicht, weil wenn es ein Crit-Monster ist, brauchst du natürlich auch Square-Slots auf diesem Monster. Und wenn du die ebenfalls nicht siehst, dann brauchst du natürlich noch mehr und, ne? Also, gut, ich habe ja mit ihm heute schon gesagt, wir sollen uns heute nicht verrückt machen, aber das wollte ich euch einfach nochmal sagen. Vielleicht habt ihr da ja irgendwie ein paar andere Ideen, wie das Event ausfallen könnte, also wie es aussehen könnte, weil wir denken tatsächlich, dass man halt Evo 3 Monster braucht, um das zu fusionieren, um halt dieses spezielle Event-Monster, dieses Fusion-Monster zu bekommen. Er meinte halt auch, das könnte so ähnlich sein wie bei Jatito, da hat man wohl irgendwie nur zwei, also Evo 2 gebraucht für jeweiliges Event, jeweiliges Element. Also Dark und Light war es wohl irgendwie, da brauchte man wohl Wut und Feuer oder Wasser und Wut und irgendwie war da sowas. Ne? Ich war nicht dabei. Er hat es mir heute nur ein bisschen so erklärt. Ich denke aber nicht, dass es so sein wird. Weil es sind ja nur diese speziellen zwei Monster, die man ja farmen muss. Und ich hoffe wirklich, dass wir da nicht so viel krass farmen müssen. Oh, guck mal, ein Pferd versteinert. Sieht doch cool aus. Aber die Flamme ist trotzdem noch an hinten. Lol. Also, aber irgendwie leckt mir das trotzdem hier noch ein bisschen zu hart. Ich habe hier nur 30 FPS, also die Frames sind hier ganz schön doll runtergedroppt. Das nächste Mal muss ich mal darauf achten, was hier los ist. Oh, Alter. Also, die Animation von den Attacken müssen sie auf jeden Fall ein bisschen schneller machen. Ah, es hat auch ein bisschen zu lange gedauert. Arthur habe ich jetzt ein bisschen umgeruht. Der macht schon ein bisschen mehr Damage jetzt. Ist immer noch nicht optimal. Boah, diese Lags. Aber ich habe jetzt gerade keine anderen Runen. Ich muss jetzt nach und nach erstmal die ganzen Stage farmen. Bin immer noch dabei, 5 zu farmen, damit ich genug Square-Slots habe. Also Square-Gems. Und dann werde ich nach und nach jetzt immer B7 farmen, also Golem 7. Um da natürlich die passenden Juwelen rauszukriegen. Ah, das leckt mir hammer doll hier gerade. Aber ich habe alles zu, eigentlich. Okay, was ich noch machen könnte, ist einfach mal kurz das schließen. Das schließen. Ich habe hier ziemlich viel gerade im Browser auf. Das könnte natürlich auch eine Ursache sein, weil Chrome zieht natürlich auch einiges an der CPU. So, das hat nur knapp 2 Minuten gedauert. Das ist aber immer noch viel zu lange. Oh, Alter, komm, schneller hier. Kann ja nicht sein, diese FPS. Also, ich habe sonst noch nie so krasse FPS-Drops das beim Aufnehmen gehabt. Das ist ja schon ein bisschen heftig hier. So, nächstes Monster. Nehmen wir Sakram mit. Wer ist Sakra eigentlich? Ach so, ah, guck mal, das ist sogar Indra in der letzten Stufe. Ja, hätte ich ja mir denken können, ne, dass es der ist. So, band ihn. Lol. Ja, warum auch nicht, ne? Wir probieren einfach mal aus, wir nehmen ja mal mit, ne, schauen wir mal, wie viel Damage hast du? Können wir mal gucken. 3900, naja, so. Aber dafür hat er einiges an Leben. Bei mir schaut es nicht so aus, meiner hat jetzt zwar 5000 Angriff, aber kaum Leben, mein Arthur.
Aber der ist auch noch nicht Evo 3, ne? So, da geht auf jeden Fall noch eine Menge bei meinem Arthur. Passt das so? Wir sind gerade erstmal bei Stage 10. Wir haben dann immer noch 2 vor uns. Wir sollten uns ein bisschen beeilen. Ich darf nicht immer mich von irgendwelchen Sachen ablenken lassen. So, aber Indra, ja, ich denke mal, Indra pusht jetzt hier durch, weil der greift ja an und, ja, guck mal, der macht gut Damage. Oder war es jetzt Arthur, der da Damage gemacht hatte? Bei dem Wasserwollknäuel? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Naja, Fokus doch nicht nur ein. Also, es könnte halt viel schneller sein, wenn die ein bisschen ihr Damage aufteilen würden. Einfach mal so geteilt, zack, okay, den kriege ich jetzt down, dann kann ich den zweiten schon mal angreifen. Dann würde es auf Dauer halt viel schneller gehen. Boah, die Animationen dauern auch viel zu lange von den Viechern hier. Das ist so elendig ekelhaft. Man muss fast schon echt alle Viecher one-hitten, damit die halt nicht mehr angreifen können. Damit ihr weniger Animationen habt. Na klar, ich habe gerade noch FPS-Drops, deswegen läuft das ja nicht so schnell gerade, aber... Schneller, 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 come on. Muss die Folge kurz halten. Wir sind schon über 20 Minuten mittlerweile hier. Oh, guck mal, wie langsam die rennen. Ich hab hier, also bei mir wird konstant gerade 30 FPS angezeigt. Normalerweise reicht das ja, aber trotzdem sind die recht low. Jetzt sind wir auf 43, 46, jetzt sind wir wieder auf 30 runter. Keine Ahnung. Also irgendwas stimmt hier heute gerade nicht. Das nächste Mal werde ich einfach nochmal kurz den Rechner neu starten, bevor ich hier was aufnehmen werde. Tut mir auf jeden Fall leid für die Leute, die da eine kleine Qualität-Bitch sind. Bin ich ja normalerweise auch, aber... Für die ist es wahrscheinlich gerade so richtig qualvoll, diese Folge jetzt hier anzuschauen. Außer ihr sagt, okay, ich schaue jetzt einfach nicht mehr, ihr hört mir jetzt einfach nur noch zu. Das könnt ihr natürlich auch gerne machen. Ne? Das machen sowieso die meisten, glaube ich. Die gucken kaum eigentlich zu, was ich hier mache. Mir wurde schon gesagt, ey Toki, das ist voll langweilig, wie du da einfach die ganzen Stages machst. Mach doch mal was Spannenderes. Es geht doch in diesem Spiel darum, dass man hier eigentlich nur die Stages farmt. Was gibt es denn Spannenderes? Einfach mal so, ne? So, bei der Ray gefragt. Dungeon Farm, also Golem Farm ist doch genau dasselbe. Da farmt man doch auch immer nur wieder den Boss. Es ist spannender, einen Boss zu sehen, den man jedes Mal wieder runterklatschen muss. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Demnächst kommen natürlich noch Guides von so, ne? Wie man die Golems runterklatschen muss und so, also... Was man da beachten sollte, welche Monster man da mitnehmen kann und. Ich habe da jetzt ja schon einige in Bearbeitung, also schon hochgezogen und muss nur noch gegemmt werden. Deswegen farme ich jetzt eigentlich die ganze Zeit auch noch die 5 und dann nachher 6 noch und dann 7. Ich hänge eigentlich ziemlich krass zurück. Andere Leute machen schon wesentlich mehr Damage als ich, nur weil sie schon anders farmen als ich, sage ich mal. Die farmen mittlerweile ganz anders als ich. Ich nehme jetzt mal Yukina mit hier. Und, haben dadurch schon viel mehr Damage-Output als ich. Bei mir sind es natürlich nur ein paar Monster, die jetzt ein paar Juwelen drauf haben. Deswegen farme ich sie jetzt auch noch. Und dann will ich ja noch zeigen mit den Free-to-Play-Monster, die ich jetzt soweit schon mal gefarmt habe, die ich brauchen werde. Wie man nachher noch die ganzen Golem farmen kann. Und natürlich auch, wie man... besser Gold. Also Gold... ist ja eigentlich in dem Sinne immer dasselbe, aber halt so allgemein so Guides, ne? Welche Free-to-Play-Monster sind top, also die Top 5 oder Top 10 Free-to-Play-Monster werde ich wahrscheinlich raushauen. Top 10 ist eigentlich auch Quatsch, weil meistens sind es nur die 3-Sterne-Monster, die man farmen kann von den Stages, und mehr als 12 Stages gibt es nicht. 10 davon sind nur aktuell, die man spielen kann, von daher wären das nur die 10. Es gibt aber natürlich auch gute Verliesmonster. Der Kilobet zum Beispiel, Lichtkilobet, ist als Free-to-Play-Monster gar nicht scheiße. Der hat halt einen 100% Attack-Down und seine zweite ist, glaube ich, sogar ein Armor-Break. Bin mir jetzt gar nicht sicher, was der zweite war. Also hauptsächlich ist der erste Skill der krasseste. Boah, Alter, diese FPS-Drops. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Guck mal, wie lange... Oh, Alter, wie lange die Animation dauert. 49.000. Ja, okay. Feuer-Yukina haut auf jeden Fall gut rein. Haut auf jeden Fall sehr gut rein. Außer bei Wassermonster. Da haut sie natürlich nicht sehr gut rein. So, trotzdem dauert... Ey, das dauert so hammer ewig. Wir wären wahrscheinlich schon längst fertig, wenn die FPS-Drops nicht wären. Es tut mir wirklich leid. Das ärgert mich gerade selber. Das macht mich doch ein bisschen leicht mad gerade. Dass ich hier so FPS-Drops habe und dass es einfach so langsam läuft. Das laggt eigentlich schon viel mehr. Das sind schon kaum noch FPS-Drops. Okay, hier lief es jetzt gerade mal relativ flüssig. Aber das laggt schon eigentlich viel mehr als FPS-Drops.
Jetzt ging's wieder, jetzt sind sie wieder schneller gerannt. Ja, keine Ahnung. So. Arthur, heraus hier. Bam, bam, bam. Na, nicht, leider nicht alle gekillt, aber nächste Runde sind sie alle down. Hoffe ich, wenn sie den Damage jetzt aufteilen und nicht alle jetzt nur einfokussen. Was ich ja jetzt ein bisschen befürchten werde. Aber, nee, schaut gut aus. Na, kriegst du ihn weg? Ja, kriegst du weg. Okay. Haben nur ersten und dritten angegriffen. Boah, ist das lästig. Das ist wirklich lästig. Okay, eine Stage haben wir noch. Die Boss-Stage wird wahrscheinlich wieder ewig dauern. Wir erinnern uns, als ich bei der letzten Folge noch einige zeigen wollte, da wollte ich noch Dragon zeigen. Hatte ich auch nicht gemacht. War es bei der letzten Folge? Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall wollte... Ja doch, ich glaube, es war bei der letzten Folge. Da wollte ich Dragon zeigen und... Das habe ich auch nicht mehr gemacht. Oh, come on, schneller. Das ist einfach... Es, die Animation, es läuft einfach viel zu langsam gerade hier alles. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also muss ich nochmal schauen. Das nächste Mal einfach den Emulator hier nochmal neu starten, eventuell. Weil ich halt viel nebenbei noch gemacht habe. Es kann sein einfach, dass die Ressourcen hier zu sehr schon zu lange laufen und gefressen wurden und was nicht alles. Ich hoffe, das geht jetzt einfach mal so für diese Folge, Leute. Es tut mir wirklich leid. Oh Leute, wie lange das einfach gedauert hat, hier den Kampf zu beginnen. Boah, es wird immer langsamer, oder? Gefühlt wird es immer langsamer. Es tut mir wirklich leid, Leute. Es tut mir wirklich leid. Chelly macht natürlich gut Damage, wenn er seine Aoi macht und Wassermonster da sind. Eigentlich deswegen habe ich den jetzt mitgenommen. Es ist ja ein Wassermonster, sogar der Boss. Oder? War Wasser, glaube ich. Von daher ist er eigentlich ziemlich gut, wenn er nachher seine Aoi, oder beziehungsweise seine 5 Sterne nachher aktiviert. Wut Arthur ist natürlich auch gut. Und wir haben Feuer, Quatsch, Wut Nyx jetzt mitgenommen. Weil ich der Meinung war jetzt, dass es Wasser ist. Aber müssen wir mal gleich schauen. Das dauert auch viel zu lange hier gerade. So, auf jeden Fall, Leute. Einfach mal hier kleiner Shoutout. Falls ihr irgendwelche Sachen sehen wollt jetzt. Irgendwelche Challenges, irgendwelche was weiß ich Sachen. Dann haut's einfach mal in die Kommis, ja. Also ich bin jetzt so nach und nach jetzt langsam auf euch angewiesen, weil morgen ist die letzte Story-Folge vorerst. Oder, naja, was heißt vorerst? Also ich werde wahrscheinlich noch bei Himmelsfälle eine Folge raushauen, einfach zu zeigen, dass ich es aktuell nicht packen werde. Nicht mit den Runen, also zumindest denke ich das, nicht mit den Runen, die ich jetzt aktuell drauf habe. Dann werde ich eine ganze Weile Golem farmen. Das werde ich eine ganze Weile wohl machen und dann wird natürlich jetzt nach und nach, also es wird zwischendurch natürlich nach und nach, oh, es ist ein Feuer, scheiße. Es wird dann nach und nach natürlich jetzt die Guides rauskommen, also Golem Guides erstmal 5, dann kommt 6, dann kommt 7. Die 3 kann ich aktuell schon mal laufen. 8 ist noch ein bisschen hart für mich, das packe ich noch nicht safe. Da brauche ich natürlich jetzt die ganzen Juwelen, die ich jetzt nach und nach farmen werde. Die Tage jetzt, die Wochen, wie auch immer. Und ich schaffe, umso mehr zeige ich natürlich auch. Ne? Das Problem ist einfach, dass ich es erstmal schaffen muss, damit ich es euch zeigen kann. In der Zwischenzeit kommt natürlich Videos wie Top 10 oder Top 5, muss ich nochmal gucken. Ich werde wahrscheinlich Top 5 machen. Top 5 Free-to-Play-Monster, Top 5 aktuelle Monster. Also nicht nur Free-to-Play, sondern allgemein von allen Monster, die Top 5. Dann natürlich, keine Ahnung... Wie gesagt, ne, deswegen frage ich euch gerade, deswegen dieses Shoutout, haut einfach in die Kommis, was ihr haben wollt, damit ich halt dementsprechend auch Videos raushauen kann. Natürlich kann ich zwischendurch auch mal zeigen, wie ich gerade irgendwelche Juwelen nochmal upgrade. Das werde ich wahrscheinlich sowieso machen, da ist ja bald die Reduzierung, also es kostet einfach weniger. Nehme ich natürlich mit in Angriff und werde da meine Juwelen ein bisschen upgraden, zumindest die, die ich upgraden möchte. Ich habe da ja schon ein paar gute. Und ja... Da bin ich auf jeden Fall auf euch angewiesen, damit ihr mir so ein bisschen raushaut, was ihr sehen wollt. Nur das dauert jetzt hier ein bisschen viel zu lange. So, Shelly, jetzt machen wir ein bisschen Damage hier. Oh, das war ein bisschen gut Damage. Ich weiß jetzt nicht, von wem der kam, also das habe ich gerade nicht gesehen, aber ich glaube, das war tatsächlich Shelly. Also solange der Armor Break drauf ist, ist alles gut. Dann schaffen wir das ja auch. Ist eh nur noch ein Hit. Und ja, dann haben wir die Magma-Klippen fertig. Das hat erst eine halbe Stunde gedauert, die Folge. Ich denke mal, ist okay. Ich habe am Anfang ja, wie gesagt, noch den Scheiß da gezeigt. Was ist Scheiß? Na, also die ganzen neuen Monster und so. Ich wollte jetzt keine extra Folge dafür rausbringen. Das war, weiß ich nicht. Beim Update-Video, letztes Update-Video, war jetzt nicht so viel positives Feedback. Und
Falls ihr sowas natürlich gerne sehen wollt, wegen Update-Videos, also einzelne Videos, einzelne Informationen dazu, dann könnt ihr natürlich das gerne in die Kommis hauen. Dann mache ich das natürlich in Zukunft weiter so. Ansonsten werde ich das irgendwie in den Folgen mit einbauen. Gut, jetzt gibt's ja keine Folgen mehr, keine Story-Folgen mehr. Vielleicht muss ich mal schauen. Wie ich das hier gestalte. So, jetzt haben wir Sternenheiligtum natürlich freigeschaltet und da werden wir uns nächste Folge, das sind 15 Dinge, als in der Longplay-Folge natürlich ranmachen. Die Mission werde ich jetzt, ja, kann ich halt nicht machen, weil ich immer noch hier bei Ariasee hänge. Weil mit den Missionen, die habe ich jetzt nicht nachgeholt. Mache ich mal jetzt im Laufe der Zeit nochmal, keine Ahnung. Und morgen machen wir erstmal nur Sternenheiligtum komplett durch als Longplay-Folge. Weiß nicht, das wird eine Stunde, eineinhalb Stunden vielleicht dauern. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir da brauchen werden. Ne? Also seid gespannt, wird auf jeden Fall eine längere Folge. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bitte, bitte, bitte schreibt in den Kommentaren, was ihr sehen wollt. Und bedanke mich natürlich wieder fürs Zuschauen. Bis dahin, tschüss.